Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Nochmal sorry für den scheiß Absturz. Ich habe ausgesehen, die Wii U hat sich verabschiedet. Und naja, jetzt geht's auf alle Fälle wieder und jetzt geht's wieder weiter in der Hektik in der Wolkendisco. Aber nicht mit ihm. Sondern mit ihm. So, dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Nochmal. Sorry für das. Das war nicht meine Absicht. Ah! Warum? Du blödes Teil. So, wie soll ich das jetzt halt bitte schon wieder bewerkstelligen? Hier sogar. Oder auch nicht. Oh Mann! Dieses Spiel! Ich bin so froh! Ich bin so froh! Das vorbei ist. Ah, das killt mich noch. Lauft mir echt noch meine letzten Nerven. Es ist so ein saucooles Spiel, aber. Nee. Nicht zu schwache Nerven. Ah, Mann, reiß ihn mal zusammen hier. Das ist ja furchtbar. Das kann man nicht zumuten hier. So. Tanuki. Weg da. Tanuki Nummer 2. Hier rüber, darüber und ab in die Kiste. So. Haben wir es ja schon wieder fast. Jetzt. So. Ah, jawoll. Ah, Glück gehabt. Glück gehabt. Yay. Und jetzt hier runter wedeln. Yay. So. Nur noch ein grüner Stern, Leute. Und dann noch das die goldene Fahne. Und dann haben wir es geschafft. Runter. Yep. Und yep. Das dürfte gehen! Jawoll! Ah, sehr schön! Dum. Und ab an die Spitze! Jawoll! Yes! Ah, dieses Spiel. Ah. Puh, wieder ein Level weniger. Ich werde für den diesigen Part dafür ein bisschen länger machen. Nachdem ja der letzte Part zu kurz war, werde ich den dafür wieder ein bisschen länger machen. Zum Ausgleich. So. Ich mache jetzt erstmal da oben weiter. Ballereien der Röhrenlagune. Das hört sich nicht gut an. Ach ja. Ah, endlich mal wieder Strandfeeling. Ach Gottchen. Gibt's hier was zum Ballern? Da gucke ich lieber gleich doch mal. Mann, jetzt muss ich wieder singen. Alter, ist nämlich dazu an mir.
gerade einen Sandbowser mal weggeballert. Das sind nämlich so überall so Strandfiguren. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da irgendwo mal so ein grüner Stern irgendwo mal drunter ist. Okay, so kommt man so rum. Kommt man so rum. Aha. Da ist doch ein grüner Stern, den hab ich doch schon gesehen. Bum, 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 bum. Okay. Lukas, und was? Aber dafür der zweite grüne Stern. Weggebullert. Yay. So. Da muss ich durch und hier ist doch was. Jawohl. Sehr schön. So läuft es doch schön. Ohne großen Stress. Naja, so viel rumballern musste man jetzt eigentlich gar nicht. Jawohl! Sehr schön. Zack, wieder alles auf Anhieb fertig. Das war zumindest mal ein entspanntes Level. Da musste man sich nicht so aufregen wie bei den anderen. Nee. Solche Levels sind mir wesentlich angenehmer. So. Nochmal ein Strandlevel. Okay. Habe ich nichts dagegen. Das ist Goombas Stress am Tropenstrand. War klar, weil Stress im Namen ist. Wow! Was ist das denn? Auch mal runter. Und noch mal runter. Okay, hier gibt's bestimmt. Kann man ihn dazu auch animieren? Hey, cool. Funktioniert sogar. Au. Wow.
So, lauf, Mario. Will mir zumindest den Einstern sichern. Yay. Fast. Okay. Dann haben wir zumindest den einen Stern jetzt schon mal. Und jetzt müssen wir bloß mal gucken, wie wir noch die anderen zwei Sterne hier drin kriegen. Das sollte normalerweise ja dann auch kein großes Problem mehr sein. Ich frage mich ja bloß, ob es hier in den Levels wirklich versteckte Stempel gibt, die wo quasi nicht angezeigt werden und die man wirklich halt übelst finden muss. Hier mal einen. Da brauchen wir anscheinend eine Kanone. Ist das eine Kanone? Nein, das ist ein Bumerang. Okay. Auf Mario! Oh, fast. Oh. Das könnte echt ein bisschen knöppelig werden. Aber es ist machbar. Wir machen die jetzt einfach schön nacheinander, die ganzen Sterne. Der eine, der ist sicherlich da hinter der Wand. Da könnte ich was wetten drüber. So. Machen wir einfach gleich nochmal. Ah, hier haben wir nochmal die 10 geholt. Hier waren Glöckchen, gell? Genau. Jawoll, so ist es cool. Zack. Und schon ist alles erledigt. Wie cool. Also das ging ja mal jetzt sehr, sehr leicht. Die 30 Sekunden nehmen wir natürlich mit. Damit wir das auch noch recht gut schaffen können.
the hell? Man kann hier nicht durchschießen? Okay, warum kann man hier nicht durchschießen? Wieso kann ich da nicht durchschießen? Hä? So, wie willst du da sonst so kommen? Mit der Goldkatze? Fragezeichen? Okay, ich weiß da jetzt gerade echt nicht, wie ich hier durchkommen soll. Aber mit einem voll aufgeladenen Schuss geht das nicht. Das geht natürlich auch nicht. Das geht natürlich erst recht nicht. Hä? Wie soll denn das gehen? Okay, jetzt bin ich gerade echt ein bisschen verwirrt. Mit einem Panzer? Ernsthaft? Das soll echt mit einem Panzer gehen? Glaube ich nicht. So soll das mit einem Panzer gehen, aber nicht mit der Kanone. Warum kriegt man Kanonenköpfe? Irgendwas ist da auf alle Fälle noch, was man da unbedingt machen muss. Muss man da zuerst die Feuer anzünden, dass das hinten eventuell aufgeht? Oder muss man hier noch irgendwas aktivieren? Rätsel über Rätsel? Ja, normalerweise müsste... What? Ah, die verarschen einen. Alles klar. Okay, die verarschen einen richtig. Okay, dann hätte ich eigentlich auch früher mal drauf kommen können. Okay. Da-dum-bum. Dann erledigen wir das mal ganz kurz und schmerzlos. Sie haben es bloß zum Ablenken hingebaut, die Arschis. Das ist so geil, wie die alle da voll drauf fallen, das ist so cool. So. Das ist das Geisterrohr. Zack. Zack. Und ab zum Ziel und die Goldfahne holen. Zack. Fertig. Kann auch einfach gehen.
wenn man es weiß. Also etappenweise fand ich es eigentlich sowieso ganz gut, weil so hat man halt schön Zeit, ein bisschen zu suchen. Okay. Wahnsinn auf den Wabenweg. Auch wieder ein Level, was ich derbe gehasst habe. Und natürlich kommen die wieder. Ich habe eine schlechte Vorahnung. Das eine Mal musste man ja alle von denen wegburnen. Und das war ja klar, dass da wieder sowas kommt, Mann. Und jetzt ist da auch noch der grüne Stern drauf. Ich hasse das. Wie die mich natzen. Oh Mann. Aber die Mucke ist cool. Yeah, die Mucke ist cool. Denn die macht mich einfach so glücklich. Und da ist er weg, die blöde Pflanze. Das finde ich nicht nett, denn das ist so dreckig. Doppelkirsche. Ach nö, jetzt sagt bloß nicht, wir brauchen die! Ja, runtergefallen. Ich wette, was wir brauchen. Die Doppelkirsche. Und da war ich etwas zu schnell. Oh Mann! Jetzt geht das schon wieder los. Bam, bam, bam. Aber die Musik, die macht alles gut. Denn da gehe ich immer voll steil drauf. Bam, barapapam, bam, bam, param, bam. Bam, barapapam, bam, bam, barapapam, bam, bam, barapapam, bam, bam, bam. Oh Mann! Muss warten, bis da die kommen. Und jetzt kann ich da hinüber. Oh, ein verkreiselt! Ah, dieses Level. Das geht mir auf die Nerven.
Oh Mann, das geht auf die Nerven. Denn das Level nervt mich einfach ungemein. Aber da ist die Feuerkugel auch schon weg. So ein Dreck. Käfer von rechts. Das finde ich nicht nett. Wenn die Käfer von rechts kommen, das ist nicht sonderlich gut. Oh Mann, ich krieg schon wieder voll den Schmarrn. Warum? Du blöde Pflanze. Oh, jetzt bin ich auch noch klein. Toll. Habe ich super hingekriegt. Und ich wette, dass ich brauche irgendwo noch die Doppelskirsche. Für den letzten grünen Stern. Da braucht man die Doppelskirsche ganz bestimmt. Da könnte ich wetten drauf, aber das lasse ich jetzt mal lieber. Nicht, dass es doch nicht stimmen würde und ich dann blöd da stehe. Oh Mann. Och nö, jetzt geht das Kreuzfeuer schon wieder los hier. Oh, jawohl, letzter grüner Stern. Dankeschön. Nein, nein! Wow. Hab ich da noch mal Glück gehabt. Das war jetzt Glück. Katzenanzug. Das Spiel macht man gar nicht erst mit. Hier oben ran und fertig. So. Was für ein Akt hier. Was für ein Akt. So. Wir haben hier noch ein Level und unten wahrscheinlich dann noch ein Levelchen. Genau. So. Dann würde ich aber sagen, die letzten zwei Levels von der Feuerblumenwelt machen wir im nächsten Part. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Und dann sieht man sich im nächsten Part. Und ich entschuldige mich nochmal für den letzten Part, dass der einfach so schnell abgebrochen ist, weil meine Wii U abgestürzt ist. Aber was soll man da machen? Naja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, haut raus, viel Spaß noch und ciao, ciao.